zu einer neuen Ausgabe von Gründer Insights. Diese Woche mit einem ganz speziellen Highlight. Und zwar haben wir das Österreich-Special. Das heißt, wir haben heute und am Donnerstag jeweils ein österreichisches Startup zu Gast in unseren Live-Interviews. Und genau, heute unser erster Gast oder unsere ersten Gäste sind schon zu sehen. Und zwar sind das einmal Alexander und Elena von Hempstatic. Und Hey. hi! Hey. Ich freue mich sehr auf das Interview heute. Nochmal ganz kurz an alle, die mich und dieses Format nicht kennen. Wir machen das jetzt seit, weiß ich nicht, 8 Wochen oder 6 Wochen. Und mein Name ist Violetta. Ich arbeite im Startup Center der Hochschule der Medien. Und genau, normalerweise bin ich nämlich auch für internationale Projekte zuständig, wenn ich nicht gerade diese Interviews hier führe. Und ein Projekt davon hat mal den Playpark in Wien besucht. 2018 war das, haben wir gerade noch im Vorgespräch festgestellt. Und dort haben wir schon Hempstatic kennengelernt. Und ja, jetzt habe ich aber genug geredet. Stellt euch doch bitte erst einmal vor, wer seid ihr und was macht ihr? Hallo Elena. Hallo Violetta, vielen Dank für die Welcome Words. Und ja, also wir sind Hempstatic und wir sind tätig in der Baubranche und beschäftigen uns mit kreislauffähigen Bauteilen. Was heißt das denn? Also dass wir spezialisieren uns auf die Entwicklung von Bauteilen, die modular eingebaut und abgebaut werden können und aus nachhaltigen Rohstoffen bestehen. Speziell Schalldämmung. Speziell Schalldämmung. Okay. Das wird sozusagen die erste Produktlinie. Momentan fokussieren wir uns auf die Entwicklung von Schalldämmelemente, die austauschbar sind. Genau. Okay. Und könnt ihr noch mal ein bisschen was zu eurem Hintergrund sagen? Also, wie kommt man auf die Idee, jetzt in der Baubranche aktiv zu werden als Start-up? Ja. Genau, ja, sehr gerne. Also wir haben natürlich die Idee ist da noch von den Studienzeiten gekommen. Also ich studiere Bauingenieurwesen, das ist mein Hintergrund und habe dort meinen Kollegen Bojan kennengelernt, der einer von unseren Teammitgliedern ist. Und was Mich auch im Bauingenieurswesen-Studium, bevor ich gewechselt habe. Genau, mit dem Alex haben wir uns auch schon mal an der Uni kennengelernt, an der TU Wien. Und was uns zusammengebracht hat, war eigentlich das Interesse an Nachhaltigkeit und an Arbeiten mit nachhaltigen Rohstoffen im Bereich von Materialwissenschaften. Und dann, also durch Literatur, Recherche und verschiedenen Quellen, kommt man auf sehr interessante Fakten, die einen inspirieren, weil Bauwerke ja hinterlassen Spuren, die dann eine längere Auswirkung haben als das menschliche Leben selbst. Und es ist bemerkenswert zu sehen, dass manche von diesen Baustrukturen immer noch da sind und wie sie gebaut wurden, was sie so nachhaltig macht. Und nämlich das hat uns begeistert und ja, wir wollten auch etwas in die Richtung tun und so hat es gestartet. Wow, ja, spannend. Jetzt habt ihr ja auch schon gesagt, es ist aus Hanf, was ihr da macht, diese Lärmminimierung. Paneele, ja, komm. Kann Bitte? man. Man kann sie Paneele nennen Paneele, okay, oder ja. Module, wie es dir besser vorkommt. Okay, sagen wir mal Paneele, das habe ich mir jetzt gemerkt. Jetzt ist Hanf ja immer noch ein Thema, wo man sagt, okay, ne? Wie kommt man jetzt? Ich meine, es gibt auch hier in Stuttgart einige Startups, die zum Beispiel Kakao aus Hanf oder mit Hanf machen. Aber wie kommt man jetzt dann, also warum Hanf? Also genau das ist sehr interessant, weil Hanf ist einer der ältesten Kulturpflanzen der Erde. Das heißt, dass diese Pflanze wurde schon vor 10.000 Jahren mit dem Anfang der Revolution der Agrarwirtschaft
noch verbreitet weltweit und wird immer noch verwendet. Und es sind schon ja, mittlerweile mehr als 10.000 Jahre sicher, als Periode für die uns Hanf begleitet. Und Hanf gibt auch sehr viele Möglichkeiten an den Usern bzw. an Landwirten, die sich für Hanf zum Beispiel entscheiden, weil aus dieser Pflanze können mehr als 50.000 verschiedene Produkte hergestellt werden. Und manche Landwirte legen ihren Fokus dann auf die Lebensmittelproduktion, andere spezialisieren dann auf, also bauen Pflanzen an für den medizinischen Bereich. Und das, was wir verwenden, sind eigentlich die Agrarrückstände, also die Überreste nach der Ernte. Und es ist unwirtschaftlich, nur aus diesem Zweck zum Beispiel Hanf anzubauen, nur damit nur ja, damit gebaut wird, weil die Pflanze hat einen viel höheren Wert im Endeffekt. Und das finden wir auch begeisternd. Sehr schön. Es ist ja auch so, dass der Rohstoff nicht an Relevanz verloren hat. Er war ja bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ja weltweit eingesetzt, bevor die Chemieindustrie dann neue Produkte auf den Markt gebracht haben, die speziellere Lösungen zum Beispiel geschaffen haben. Also relevant ist er immer noch. Da kann man gar nichts dazu sagen. Okay. Ja, spannend. Also ich finde es, das ist ja auch irgendwie so das Spannende, gerade im Startup-Alltag, dass es ja immer um die Innovation geht und gucken, wie kann man etwas, was schon da ist, in dem Falle Hanf, anders aufarbeiten oder verarbeiten oder verwenden. Gibt es denn auch schon mal irgendwie so kritische Stimmen, die sagen so, Hanf, ihr kippt doch bestimmt den ganzen Tag oder also keine Ahnung oder irgendwie. Natürlich gibt es die, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist eine Nutzpflanze, die kann man einsetzen, wie man will. Es sind theoretisch schon, wenn es Detail gehen, auch verschiedene Pflanzengattungen, nicht? Und Nutzhanf in unserem Fall dient eben dem Zweck der Schalldämmung. Genau. Und natürlich gibt es auch Rahmenbedingungen und das Material nicht, also das Material, das wir dadurch herstellen, kann auch nicht alles. Dennoch, wir haben uns aus den wenigen Eigenschaften, die selbst die Handschäben uns anbieten, dafür entschieden, auch darauf den Fokus zu legen und uns darauf zu spezialisieren. Und würdet ihr euch jetzt als Socialpreneurs bezeichnen? Also habt ihr Social Impact oder nachhaltigen grünen Impact? Also das, was wir erzielen zu machen, wird natürlich eine gesellschaftliche Auswirkung haben und wir versuchen so ein Modell zu gestalten, das uns erlauben würde, auch eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft zu haben. Deswegen zugrunde unseres Modells liegt natürlich auch die Zusammenarbeit mit Experten von der Industrie, aber auch mit den Landwirten, also mit den Hanflandwirten selbst. Und genau das. Ich meine, es gibt ja, war ja schon öfters der Fall, dass zum Beispiel Architekten und Architektinnen auf uns zugekommen sind mit genauen Vorstellungen, was ein Produkt können muss, das es am Markt aber nicht gibt. Und durch Eigenrecherche sind sie auf diesen alternativen Rohstoff gekommen und haben uns gefragt, was wir dafür Input machen können, ob wir vielleicht zusammen etwas erarbeiten könnten. Also definitiv eine soziale Sparte, würde ich sagen. Genau. Und das, was wir tatsächlich in den nächsten Monaten machen werden, ist die Produkte mit den Expertinnen und mit den Leuten, die schon daran interessiert sind, dass solche Produkte auf den Markt gebracht sind, zu entwickeln und somit ja, sie hoffentlich bald dann auf den Markt bringen zu können. Genau, ihr hattet ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr jetzt kurz davor seid zu gründen. Vielleicht könnt ihr mir nochmal so ein bisschen erzählen,
jetzt, wenn wir deutsches und österreichisches Publikum wahrscheinlich, die das sehen. Aber wie ist es denn eigentlich in Österreich zu gründen? Natürlich könnt ihr jetzt keinen Vergleich ziehen. Wie ist es? Ist es besser in Deutschland oder Österreich? Darum geht es ja auch gar nicht, wer besser oder schneller ist oder was auch immer. Sondern was für eine Förderung habt ihr erlebt? Wie ist die Gründungskultur im Speziellen jetzt in Wien, wo ihr ja ansässig seid? Erzählt einfach mal ein bisschen. Müsst du den ersten Teil und ich den zweiten Teil? Ja, Machen. gerne. Also genau, wir befinden uns jetzt in der Gründungsphase und es stehen uns noch einige Schritte, also von der Gründung bevor. Ich würde sagen, die wichtigsten stehen noch bevor. Aber von dem her, von meiner Erfahrung her, das, was ich mitteilen kann, ist, dass ich nicht wirklich die Absichten hatte, ein Unternehmen zu gründen. Das hat sich dann später herausgegeben. Und nämlich in Wien habe ich extrem viel zu dem Thema gelernt. Und die meisten Angeboten dann, die auch ich in Anspruch genommen haben, wir als Hempstedic Team, waren uns auch kostenlos zur Verfügung gestellt in den meisten Fällen. Und das ist einfach wirklich ja wahnsinnig cool, wie viel man gemeinsam leisten kann und erreichen kann. Und da möchten wir uns wirklich an allen Leuten, die uns bisher unterstützt haben, herzlich bedanken. Da kann ich auch nur einige Organisationen gerne benennen, die wirklich entscheidend für unsere Weiterentwicklung waren, wie zum Beispiel die Students Innovation Center. Das ist eine Organisation, also universitäre Organisation, die hilft Studentinnen und junge Leute, ihr Potenzial zu entfalten, also ihr Entwicklungspotenzial zu entfalten. Und sie waren die Organisatoren von dem größten Wettbewerb für grüne Business-Ideen, also noch auf Ideensbasis organisiert und organisieren. Es wird auch dieses Jahr veranstaltet, es heißt Climate Launchpad. Und dort hat es ja für uns begonnen mit dieser Idee, dass man das wirklich versucht, ja, in dem breiten Publikum zu bringen, also seine Ideen. Und genau dann. Wir haben riesige Unterstützung von Impact Hub Vienna bekommen. Sie unterstützen nämlich Social und Entrepreneurs, die ihr Fokus auf Soziales oder auf Nachhaltigkeit legen. Und das ist da ein Hub mit mehr als 600 Mitgliedern, soweit ich mich nicht irre, wo man ganz viel von einem Community lernen kann, wo man sich austauschen kann mit Gründerinnen und Gründern und Unternehmerinnen und Unternehmer, Coaches, Mentorinnen und das hat uns wirklich aufgehoben sozusagen. Und dort haben wir auch die Möglichkeit bekommen, ein gemeinsames Projekt durchzuführen mit dem Interior Designer von Impact Hub. Und ja, genau. Dann, ja, es gibt noch die Wirtschaftsagentur Wien, das ist eine Stabsstelle, die Unterstützung anbietet an Leuten, die es vorhaben, in Wien zu gründen. Und dort kann man auch Workshops und Coaching-Termine in Anspruch nehmen, zu Themen, die relevant für Sie oder ihn momentan sind. Und genau, nur den letzten Namen, den ich benennen möchte, ist von Austria Wirtschaft Service, also AWS. Sie unterstützen Unternehmen, aber auch junge Leute, die das Geschäftsleben ein bisschen kennenzulernen und zu versuchen, aus ihren Ideen Geschäftsmodelle zu bauen. Und wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt auch offiziell mitteilen dürfen, nämlich dass wir auch eine Unterstützung ja von der AWS bekommen haben. Danke. Genau. Sehr schön. Wow, ist ja eine lange Liste. Also es scheint einen sehr guten Support dazu zu geben in Wien. Alex, willst du noch was ergänzen? Nein, nein, Nein. mir fällt nichts mehr ein, muss ich sagen. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage.
Jetzt, genau, wir sind in Deutschland. Könntet ihr euch auch vorstellen, weil ihr seid noch recht früh, aber jetzt, wenn wir so über Ziele und Visionen sprechen, wäre für euch der deutsche Markt genauso interessant wie der österreichische Markt oder andere Märkte? Habt ihr da schon irgendwie mal drüber nachgedacht? Definitiv. Also das Produkt, das wir beabsichtigen zu produzieren im Endeffekt, das ist nicht an Regionen gebunden. Die Baubranche gibt es überall auf der Welt. Aber zuerst mal nicht über den Tellerrand hinausschauen. Also wir wollen es ordentlich in Österreich machen und uns hier eine gute Basis aufbauen, unsere Lieferanten sorgfältig aussuchen und auch eben die Qualität damit sicherstellen. Und schrittweise wird sich der Rest des Weges ergeben, natürlich. Ja, klar, man muss ja auch immer kleine Schritte machen. Absolut, ja. Genau, ich sehe gerade, ja. Vielleicht nur ganz kurz zu ergänzen, dass unser Konzept macht am meisten Sinn, wenn die Produktion auch regional betrieben wird. Deswegen ist der Ausbau von dieser Infrastruktur ganz wichtig. Ja. Und wir haben uns entschieden, ja, also in Österreich anzufangen. Und genau das machen wir jetzt. Ich hätte auf eurer Webseite auch gesehen, dass ihr mit sagt man Hanfplantagen aus der Nähe von Wien in Gesprächen seid oder kooperiert. Ja, genau, ganz genau. Wie? Nee, sag. Okay. Ich wollte dann nur gleich mit der Story weiterfahren. Ja. Wir besuchen unsere Lieferanten, also künftige oder bestehende Lieferantinnen und in Umgebung Wien, wenn man sich interessiert und wenn man danach sucht, dann sieht man, dass es eigentlich genügend Hanffelder gibt, die noch bewirtschaftet, also dessen Potenzial noch entfaltet auch gehört. Daran sind wir auch interessiert und deswegen ist es für uns ein wichtiges Anliegen, dass wir zuerst mit den Leuten von der Umgebung darüber reden und schauen, also inwieweit diese Agrarrückstände verbraucht oder nicht verbraucht wird, was wird denn gemacht und wie könnten wir dabei helfen, dass diese Infrastruktur einfach zu erstatten. Genau. Und in Wien-Umgebung zum Beispiel gibt es ja schon über 500 Hektar Hanfplantagen. Das heißt, definitiv genug Rohstoffe für uns, um da jetzt weiterzumachen. Ja, ich habe auch gesehen, ihr habt schon erste Paneele eingebaut in verschiedenen Orten. Wie war das dann? Wie war das dann? Also war das ja erstmal schwierig? War das dann der Prototyp, den ihr da eingebaut habt? Oder war das direkt schon fertiges Produkt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das sind unsere Prototypen, das sind Freundesprojekte, kann man sie nennen, weil das waren gemeinsame Projekte mit den ersten Leuten, die uns das Vertrauen sozusagen gegeben haben. Und zum Beispiel die Sechsecke, vielleicht heißt das Sie gesehen ja auf die Webseite. Sie haben wir gemeinsam mit Dani aus Impact Hub, also mit dem Designer dort, entwickelt und dann eingebaut. Und also die Rezeptur war schon vorhanden. Die Form und die Farbe von den Paneelen wurde dann mit Dani besprochen. Und so hat sich das Ganze so ergeben, wie es jetzt aussieht. Und wir haben noch ein anderes Projekt gemacht in einer Wohneinheit, wo wir eine ganze Wand gebaut haben. Und dort war das Problem, dass man immer den Nachbarn gehört hat, also was er macht, konnte man immer mitbekommen. Und das ist irgendwie auch typisch für die Neubauten und da haben wir dieses Problem mit diesem System gelöst.
Wir haben etwas ganz Neuartiges gemacht, kann man sagen, weil wir alles in situ vorbereitet haben, das heißt vor Ort. Das waren keine Baufertigteile. Genau. Wow. Aber das heißt auch, das fällt mir gerade nochmal so ein, das heißt auch, dass es wirklich, es gibt, habt ihr das irgendwie Proben gemacht, dass das lärmdämmend ist? Oder habt ihr, also worauf stützt sich das? Oder ist es einfach jetzt nur ein paar Erfahrungswerte, auf denen ihr diese Lärmdämmung Genau. Das sind Erfahrungswerte und auch Forschungswerte. Unsere eigenen Forschungswerte werden wir aber erst, also jetzt nämlich erfahren, weil diese Versuche werden im Labor gemacht und geprüft. Und genau das wird ein Teil von unserer Produktentwicklung dann, die speziellen Werte für unser Material noch zu sich zu holen. Sonst das, was wir machen, basiert auf Hempcrete. Und das Konzept ist, wird mittlerweile bekannter und bekannter. Das Material selbst ist neuartig, kann man sagen, für die Forschung. Und da haben wir auch eine Möglichkeit gesehen, dazu beizutragen und das Material auch dadurch bekannt zu machen und gleichzeitig etwas Neues, also ein neues Aspekt von den Eigenschaften zu entfalten. Und deswegen, wir sind noch in der Gründungsphase, aber die wichtigsten Arbeiten, die vor uns stehen, sind immer noch auf der Forschungs- und Entwicklungsebene gebunden. Alex, du bist unterbrochen worden. Entschuldige, Nein, nein, ich wollte das gleich. hat gut gepasst, die Ergänzung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Okay. Ich Sorry. habe schon gesehen, es ist eine Frage aus dem Publikum gekommen. Und alle, die uns zuschauen, die können jetzt gern noch, also die uns live zuschauen, können jetzt gern noch ihre Frage stellen. Und genau, also nochmal auch hier der Reminder an alle, wir sind 20 Sekunden vor euch. Also wir haben schon über ein bisschen was anderes geredet, wenn ihr hört, was wir sagen. Genau, vielleicht dann jetzt mal direkt an Alex die Frage zuerst. Seid ihr nur mit Hemd, also ihr aus dem Publikum jetzt, seid ihr nur mit Hemdstatic beschäftigt oder habt ihr auch noch einen Hauptjob oder ein Studium nebenher? Ja, also jeder von uns im Team ist beschäftigt, anderweitig auch. Ich für meinen Fall, ich studiere noch Wirtschaftsingenieurswesen, habe das jetzt mit diesem Semester fertig. Sehr gut. Ja, Applaus. ein anderer, also Bojan, unser Vierter, der ist bei STRABAG tätig. Das ist eines von Österreichs größten Bauunternehmen, ist dort in der Materialforschung und Projektleitung. Elena hat es ja eh schon erwähnt, Bauingenieurin. Und Igor ist im Marketing und in Sales und ich glaube noch ein MBA hat er, oder? Ja, ist auf jeden Fall auf der wirtschaftlichen Seite. Also wir sind ein gut abgerundetes Team. Das hat sich ja auch über die Monate erst rauskristallisiert, die Konstellation, so was es wo braucht, wer welchen Input geben kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass die Rollen demnach aufgeteilt sind, weil jeder macht alles. Typisch Startup. Naja, natürlich. Okay. Ja, spannend. Also ich denke, das ist auch noch eine wichtige, wie man jetzt auf Neudeutsch sagt, Takeaway-Message. Teams möglichst interdisziplinär aufstellen oder zumindest aus verschiedenen Bereichen. Ich denke, das gilt in allen Ländern gleich. gut, ich schaue noch mal ganz kurz. Noch keine weitere Frage. Aber vielleicht könnt ihr uns ja noch so ein bisschen oder vielleicht ja, einfach noch ein bisschen erzählen, was für Tipps habt ihr für Menschen, die jetzt auch anfangen, sich zu überlegen, zu gründen oder die vielleicht einfach noch gar nicht die Idee haben, die jetzt einfach nur mal reinhören, weil sie es interessant finden. Also was ist für euch noch eine andere Takeaway-Message, für Gründerinnen und Gründer? Soll ich starten oder der Ja, Alex? start du. Da gibt's viel zu sagen. Ja. Also, ja, vielleicht nicht aufhören an der Idee zu arbeiten und nicht alleine, sondern gemeinsam, wenn man es so
einrahmen kann. Ja, also wenn man offen darüber spricht mit Freunden, Kollegen, Lehrern, Mentoren, was auch immer, man findet überall Unterstützung, echt von jedem Lebensbereich, und das ist schon richtig cool, muss ich sagen. Und vielleicht, was noch ganz wichtig ist, dass wirklich die Treibkraft soll dann also auch von dieser Person kommen, und man muss sich ganz bewusst machen auch von den Risiken, die damit kommen, und sich entscheiden, ob man die Bereitschaft hat, ja, diese Risiken zu unternehmen und vielleicht Zeit zu opfern, oder ist es ja die Prioritäten einfach aufzusetzen und bereit zu sein, sich zu verändern und zu entwickeln und sich ja sehr extrem viel auch mit der eigenen Persönlichkeit sich auseinanderzusetzen. Protokolliert die Veränderungen, das ist wichtig. Nicht die persönlichen, sondern alle. Alle, okay. Sicher, man braucht einen Benchmark. Und man weiß, was man geschafft hat oder warum. Absolut, absolut, ja. Das ist sonst demotivierend, wenn man lange an etwas arbeitet und gefühlt nichts weitergeht. Also du brauchst klischeehaft erreichbare Ziele, die du messen kannst. Und das ist wirklich so. Das motiviert auch, wenn du siehst, dass du daneben einen kleinen Haken machen kannst. Ja. Elena hat es eben schon gesagt, dass sie ursprünglich ja nicht geplant hatte zu gründen. Und die Bauingenieurstudierende sind ja in der Regel jetzt auch nicht die Ersten, die man auf den Plan ruft, wenn man so denkt, da kommen die klassischen Gründerinnen und Gründer her. Alex, wie war das bei dir? War das für dich schon lange denkbar oder hast du mit dem Gedanken schon mal gespielt vorab? Naja, ich habe ja auch Bauingenieurswesen studiert und habe es dann gelassen. Nur aus dem Grund, genau. Nein, also ich würde das nicht irgendeiner Studienrichtung zuschreiben, sondern wirklich dem Charakter der Person selber. Und in dem Fall ist Elena genau die Person, die das Zeug dazu hat und die mich dann im Endeffekt kontaktiert hat und mit ins Boot geholt hat. Also ich glaube, das ist die die Beste, sage ich jetzt einfach. Oh. Aussehen, das ist immer sehr schön. Genau, das haben wir auch oft erlebt. Wenn es nicht harmonisch ist im Team, wird es schwierig. Gut. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Elena wollte, glaube ich, gerade noch was sagen, oder? Aber ich wollte nur sagen, dass wir auch mit dem Alex, also wie früher eigentlich erwähnt, befreundet waren davor. Und ja, das ist schon ein großes Thema, mit wem man arbeitet und wie das Team auszubauen. Also bei uns hat es einiges an Zeit und an Learnings gedauert. Und was sind die Learnings? Also nicht einfach aufsichtig sein und nicht zu offen. Vielleicht manchmal kann das auch schaden. Deswegen ja, die Grenzen definieren. Das erleichtert dann die Kommunikation. Was meinst du mit nicht zu offen sein? Ich meine, dass man wirklich aufpassen soll und nicht naiv einfach vorgehen soll, weil es gibt keine Garantie, dass alles bestens ablaufen wird. Sehr schön. Nicht zu naiv sein, aber doch früh rausgehen mit der Idee und mit den Leuten sprechen und auch Leute ansprechen, die man sich gut im Team vorstellen kann, ist, glaube ich, eine gute Lösung. Ist nämlich oft die Frage bei uns, die landet ja bei uns im Vater, wo finde ich denn mein Team, wen soll ich denn fragen, kann ich da jetzt einfach Kommilitonen fragen oder Freunde oder so. Genau. Ich denke, da ist es wirklich wichtig, dass man diese Vision teilt und dass man die Werte im Team geteilt werden, dass man weiß, was zu erwarten ist und was nicht zu erwarten ist, welche Risiken dabei zu kommen und seine Bereitschaft, also bereit sein, seine Bereitschaft also abzugeben und sich dem Tat zu widmen. Ja. Das sind doch schöne, motivierende, abschließende Worte. Die halbe Stunde ist schon wieder rum. Es ist jedes Mal der Wahnsinn. Ich danke euch ganz herzlich, bevor jetzt abgeschaltet wird. Am Donnerstag geht es weiter mit unserem Österreich-Special.
Da haben wir Gabriela Sonnleitner von Magdas Hotel, auch in Wien ansässig zu Gast, die sich um Integration von Geflüchteten kümmert mit ihrem Hotel. Also, liebe Elena, lieber Alex, es war super spannend, mit euch zu plauschen. Ich sende ganz liebe Grüße nach Wien, hoffe, dass bald eins meiner EU-Projekte mich wieder nach Wien lässt. Und genau, wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Danke, Dann kriegst du einen tschüss. richtigen Wiener Melange-Café. Dafür ist Sehr gut. bekannt. Sehr schön. Ciao, schönen Abend. Ciao.